Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Heute ist mal ein besonderes Video, denn ich habe euch 5 News und Gadgets für E-Mobilisten in diesem Video zusammengefasst. Mir werden ja immer wieder Sachen zugeschickt und mich gefragt, ob ich das mal ausprobieren kann und in einem Video zeigen. Das sind jetzt nicht Werbekooperationen, wo ich viel Geld verdiene, aber manchmal gucke ich mir die Sachen auch an und in letzter Zeit gab es ein paar von denen und die seht ihr in diesem Video. Es geht heute um passgenaue Schutzfolien der Firma LuxShield, um die magnetische Smartphone-Halterung Reclix von Lufus, um das Sexy Cars Community-Treffen, zu dem ich ein Interview mit Timo Schad führe, und um die nachhaltigen Fußmatten von To Be Fair, die es bei Shop for Tesla zu kaufen gibt. Ich schreibe mal sicherheitshalber oben Werbung hin, weil es um viele Produkte geht und um Dinge, wo andere Geld mit verdienen. Ich eigentlich meistens keins, also ich habe meistens die Produkte zur Verfügung gestellt gekriegt, ob ich sie nun brauchen kann oder nicht. Wobei, am Ende gibt es einen Rabattcode, da könnt ihr von was profitieren. Und bei dem ersten, was ich euch vorstellen will, gibt es tatsächlich auch für mich Geld zu verdienen. Da könnt ihr mir ein bisschen helfen, meinen Kanal zu finanzieren. Ich hatte euch ja schon mal in einem früheren Video die THG-Quote, Treibhausgasminderungsquote, vorgestellt, wo sich alle E-Mobil-Autofahrer beteiligen können und sich sozusagen ihre Prämie holen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch nochmal oben. Und ich hatte da zusammengearbeitet mit geldfuerauto.de, die auch das Interview mit mir geführt haben. Und ich habe einen Code, der auch in der Beschreibung steht, mit dem ihr diese Prämie über meinen Referral-Code sozusagen beantragen könntet. Und dann bekomme ich dafür ein bisschen Geld. In dem Zusammenhang wurde immer wieder gesagt, das ist ja viel zu wenig und die bereichern sich. Und deswegen finde ich es ziemlich cool, was geldfuerauto.de jetzt gemacht hat. Denn sie haben das Preismodell dahingehend geändert, dass ihr selbst entscheiden könnt, möchtet ihr das unternehmerische Risiko selbst tragen und deswegen möglicherweise mehr bekommen, oder überlasst ihr das unternehmerische Risiko bei geldfuerauto.de und bekommt eine zugesicherte Summe ausbezahlt. Konkret heißt das, der Garantiepreis ist momentan garantiert 275 Euro pro Auto und der Risikopreis sind 80% von den tatsächlich erlösten letztendlich Quoten von geldfuerauto.de. Also das kann deutlich mehr sein oder deutlich weniger. Ihr tragt das Risiko und ich finde es zunächst mal eigentlich ziemlich cool, dass die so transparent sind und euch das überlassen. Wie auch immer, gerne über meinen Referral-Code euer Auto bei denen anmelden, dann habe ich auch ein bisschen was davon. So, aber jetzt viel Spaß mit meinen Gadgets und News für Immobilisten und ja, für das erste Produkt musste ich wirklich nicht sehr weit fahren. Ich bin gerade bei LuxShield und das ist gar nicht weiter, das ist nämlich in Konstanz, da wo ich herkomme. Und die haben gefragt, ob sie mein Auto ausleihen können, weil sie gerade noch neue Schutzfolien anpassen. Und die könnt ihr dann auch bald kaufen und ich darf mir das schon mal anschauen und an meinem Auto wird das ausprobiert, ob das gut passt. Und hier ist der David von LuxShield. Hallo. Ja, hi. Du bist hier, was, Gründer? Genau, einer der Gründer. Wir sind insgesamt zu dritt, drei Gründer und haben LuxShield vor knapp 4 Jahren gegründet. Das ist Max. Aha. Max ist für die Produktentwicklung zuständig. Der nimmt neue Modelle auf, macht das Aufmaß an neuen Modellen. Wir sind LuxShield und darauf spezialisiert, passgenaue Schutzfolien für Fahrzeuge herzustellen. Und das gibt's online zu kaufen? Das gibt's online in unserem Shop zu kaufen, auf Amazon, auf eBay, im großen, weiten Internet. Ich habe ja im letzten Video mal gezeigt, dass ich so hässliche Kratzer an der Ladekante, heißt das, gell, habe. Und genau. Dafür habt ihr jetzt auch eine Folie. Genau, wir haben eine Ladekantenschutzfolie, die quasi die Bereiche abdeckt, schützen soll, die schlagkratzanfällig sind. Also soll über die Kante gehen und deine Ladekante vor bösen Kratzern schützen. So sehen die Dinger in der Verpackung aus, richtig? Und das sind zwei, Max, weil es gibt die in Carbon durchsichtig, richtig? Genau, und transparent glänzend und in Carbon. Und kann ich mal sehen, wie das Carbon aussieht? Natürlich. Passgenau zugeschnitten für die Ladekante vom Tesla Model 3. Mhm. Wenn ich das jetzt da drauf mache und dann hinterher es doch nicht haben will, kriege ich das wieder ab? Natürlich. Lässt sich bei normalen warmen Temperaturen ganz einfach ablösen. Mhm. Wenn es kalt ist, sollte man Föhn verwenden, dann geht es einfacher und bleiben auch keine Kleberückstände. Was würdest du sagen, Carbon oder durchsichtig heute versuchen? Ich würde die Carbonfolie drauf machen, auch weil du ja den schwarzen Tesla Model 3 hast. Da passt es ganz gut dazu. Bin gespannt, wie das aussieht. Und ich schaue dir mal zu, wie das geht. Gereinigt haben wir das jetzt schon vorab. Normalerweise ist auch eine Reinigungsflüssigkeit noch dabei und ein Mikrofasertuch. Mhm. Wenn dann die Ladekante sauber ist, komplett frei von Partikeln und Fliegendreck, dann nimmt man die Flüssigkeit nochmal 2
macht seine Finger zuerst nass, damit man keine Dapper auf die Folie macht. Dann feuchtet man auch die Klebefolie an, löst sie dann vorsichtig ab, macht dann die Klebeseite nass. Dann muss man natürlich auch noch den Lack nass machen. Dann nimmt man die Folie, faltet sie zur Hälfte, sodass man die Mitte bestimmen kann. Und dann positioniert man die Folie mittig auf der Ladekante, hält den Finger drauf, damit man nicht verrutscht, und legt die Folie auf die Ladekante. Und dann nimmt man die beigelegte Rakel und fängt an, die Folie anzurakeln. So, hey, fertig. Ging jetzt aber doch relativ schnell, oder? Also eine Viertelstunde, 10 Minuten? Ungefähr, ja. Mit Reinigen eine Viertelstunde. Sehr gut. Super, jetzt habt ihr gerade gesagt, dass ihr noch mehr für mich habt, nämlich genau die Schwellerfolien, die haben wir ja eigentlich vor allem angepasst. Das ist jetzt das, was ihr neu ausprobiert habt mit dem Schweller. Und jetzt noch Überraschung, ihr habt noch Folien für die Einstiege. Ja, genau. Also da, wo ich immer mit meinen Füßen dran entlang schrappe. Ja, also die werden dann transparent glänzend, sollte man im besten Fall gar nicht sehen. Ja, vielen Dank. Ich meine, natürlich hätte ich das machen sollen, bevor ich die Kratzer ins Auto mache und nicht danach, ist schon klar. Genau. Aber das war ja auch nur zum Test und spaßeshalber und für euch zum Gucken und genau. Für mich, damit ich hinterher noch weniger Kratzer in Zukunft reinmache. Ne? Ja, wir haben noch ein kleines Geschenk an dich. Ein Zweierpack Mikrofasertücher. Du meinst, damit ich mein Auto mal besser pflegen kann, ja? Genau. Habe ich schon verstanden. Aber die sehen aber richtig fett aus. Die sind ordentlich dick, die können ordentlich Wasser halten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Ja, und ich fahre zum nächsten Kratzer. Diese Handyhalterung wurde mir geschickt. Die kann man hinter dem Lenkrad so befestigen, dass man so eine Art Head-Up-Display hat, wo man dann hinterher sein Handy einlegen kann. Das ist ein sehr starker Magnet. Und deshalb muss man das 24 Stunden vorher anbringen und das machen wir jetzt. Diese wunderbare ausgeschnittene Schablone war da schon dabei. Die lege ich jetzt so an, dass die Hebelaussparungen hier sind. Okay, ist schon drauf. Dann muss ich jetzt 1 Minute anpressen. Das hier ist ebenfalls magnetisch. Da wird dann hinterher das iPhone dran befestigt. Das geht natürlich nur mit den entsprechenden iPhones, die diese MagSafe-Halterung eben haben. Also iPhone 12 oder höher. Auf der Rückseite ist auch noch die Vorrichtung, um diese Ladeeinrichtung zu befestigen und durchzuschlängeln. Dann kann man hier auch noch laden, wobei man dann das Kabel wahrscheinlich Freestyle irgendwo in die USB-Buchse befördern muss. So, jetzt habe ich 1 Minute gehalten. Morgen geht's weiter. So, jetzt sind die 24 Stunden rum und ich habe Gelegenheit, diese neue Halterung auszuprobieren. Sie lässt sich jetzt nun wirklich ganz einfach hier befestigen und auch wieder abnehmen. Und das ist schon mal gut. Und auch das Handy hält sehr gut, auch während der Fahrt auf dieser Halterung. Und es ist in einer guten Position hinter dem Lenkrad. Und der Sinn der Sache ist ja zum Beispiel, dass man hier mit so einer kostenlosen App sich die Tachoanzeige hier direkt hinterm Lenkrad anzeigen lässt, wie eben bei einem Head-Up-Display. Also so ungefähr. Ich habe mir auch mal diese GPS-gestützte Tachoanzeige runtergeladen. Das ist eben nicht mit dem Auto verbunden oder mit der Bordelektronik hier, sondern das ist einfach separat über GPS funktioniert das. Und wie ihr seht, es ist immer eine kleine Abweichung, so 1-2 Stundenkilometer Unterschied zu dem, was mir der Tesla anzeigt. Dann habe ich mal ausprobiert hier mit Google Maps. Da sieht man natürlich dann auch die Route direkt hier vor den Augen. Und das ist sicherlich für Leute geeignet, die ihr Handy in dieser Position nutzen möchten, für alle Programme, in denen das Handy auch quer funktioniert. Zum Beispiel mit Spotify war das nicht so einfach. Und ich muss sagen, also das Handy zu bedienen an dieser Stelle ist jetzt nicht so simpel. Da finde ich es jetzt fast einfacher, wenn ich es da unten in der Ladeschale liegen habe. Und was an der Stelle halt leider gar nicht funktioniert, ist natürlich das Öffnen mit der Face Recognition.
beim iPhone, das funktioniert nicht, da ist die Kamera an der Stelle, dass sie das Gesicht nicht erkennt. Das heißt, ich muss es also schon rausnehmen, dann öffnen, einsetzen. Das ist alles was ich eigentlich während des Fahrens nicht machen sollte. Ich könnte sicherlich auch währenddessen FaceTime-Videos machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das erlaubt oder der Sinn ist. Genauso wenig wie Videos anschauen während der Fahrt, was man natürlich auch könnte. Es ist eine stabile und leicht zu montierende und demontierende Einrichtung, die das Handy stabil auch bei ruckeligen Fahrten hält. Und wenn ihr an dieser Stelle euch sinnvolle Anwendungen vorstellen könnt, die euch entlasten oder die euch eine zusätzliche Informationsquelle sein könnten, dann ist das sicherlich eine gute Sache. Ich blende euch noch unten ein und schreibe auch in die Beschreibung, wo ihr diese spezielle Halterung bekommen könnt von Raclix. Das ist aus meiner Sicht jetzt keine Werbung, weil ich weiß noch nicht, ob ich sie behalten werde. Ich habe sie ausprobiert und euch gezeigt. Und ich habe hier den Timo Schad, den Verleger des T&E-Magazins, daher kennt ihr ihn wahrscheinlich, und vor allem auch einen der Hauptorganisatoren des Sexy Cars Treffens, darf man das so sagen, ja? Ja, so kann man es durchaus nennen. Also wir nennen es halt voll ausgesprochen Sexy Cars Community. Das wird stattfinden, wann und wo nochmal für alle zu mitschreiben? Am 30. Juli in der Gebläsehalle Ilsede bei Hannover. Und auf was können wir uns da freuen? Erstmal steht halt das Wort Community tatsächlich im Mittelpunkt. Austausch von Menschen, die entweder schon e-mobil sind oder es demnächst sein wollen. Daneben gibt es halt auch ein gewisses Programm. Mein persönliches Anliegen ist halt tatsächlich auch, E-Mobilität nicht als Endstufe sozusagen anzusehen, sondern darauf noch was aufzubauen. Themen wie regenerative Energien und insgesamt dieser Nachhaltigkeitskomplex, die liegen mir persönlich am Herzen. E-Mobilität ist da ein Stück weit eine Einstiegsdroge und viele Leute, die das halt irgendwie erleben, dass Elektromobilität funktioniert, die legen dann auch auf Mehrwert. Ungefähr genau das Anliegen meines Kanals. Das ist mir bekannt. Richtig. Insofern freue ich mich übrigens auch, dass ich bei dieser Veranstaltung mit einem Beitrag dabei sein werde, musikalisch und mit einer Moderation. Ein fettes Programm ist geplant, am Abend ist Party geplant. Wer ist denn schon sicher, dass er kommt? Ja, sicher ist im Leben nichts, aber es haben sich unheimlich viele Leute angekündigt. Also man kann eigentlich fast schon fragen, also jetzt so aus diesem Bereich der Content Creator im Bereich E-Mobilität und regenerative Energien ist eigentlich jeder, der Rang und Namen hat, angekündigt. Also das ist schon sehr beachtlich. Es wird keine Einzelvorträge geben, sondern ganz spannende Leute werden halt moderiert über verschiedene Themen dann diskutieren. Daneben ist halt eine Messe geplant, also wo sich Tuner und jenseits der E-Mobilität regenerative Energien hinein darstellen können und es eben auch zum Austausch kommt. Und ich finde es halt spannend, dann sieht man halt vielleicht diese Produkte, die man nur aus dem Internet oder ja halt jetzt von YouTube-Videos kennt, dann mal aus der Nähe, kann sich da vielleicht begeistern lassen. Es wird noch andere Beiträge geben, die halt schlicht der Unterhaltung dienen, weil im Zentrum des Ganzen soll halt auch ein Stück weit der Spaß stehen. Party gibt es ja auch und also wie gesagt, es wird eine große Veranstaltung, es kommen viele Leute, wir wissen noch nicht wie viele, vielleicht werden es sogar sensationell oder rekordverdächtig viele, man weiß es noch nicht. Es wird noch am Programm gestrickt, aber man kann sich auf jeden Fall und sollte sich auch jetzt schon anmelden. Richtig. Ich blende nachher natürlich die Adresse ein, wo man sich anmelden kann. Du hattest vorhin gesagt, auch Leute, die sich für E-Mobilität interessieren. Das heißt, es dürfen auch Verbrenner auf die Parkplätze? Wir haben für die Verbrenner eigene Parkplätze. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, und das ist jetzt auch so eine Idee, die daran gekoppelt ist, mittels Shuttle-Service dann auch bequem aufs Gelände kommen. Das hat sicherlich auch ganz praktische Gründe, dass wir die E-Autos zusammenstellen, damit man sie auch angucken kann, auch sich sozusagen so einen Überblick über den Markt verschaffen kann. Auch wenn es irgendeinen Rekord geben sollte, würde man den ja auch so besser darstellen können, als wenn alles gemischt ist. Also wir wollen ja nicht nur, obgleich es den Namen trägt, Sexy Cars, die Modelle von Tesla dort auf dem Gelände sehen. Und es ist jetzt auch schon wahrnehmbar, dass halt tatsächlich auch Fahrzeuge anderer Hersteller dort landen werden. Und für mich eben die Feststellung, jedes E-Auto, was da hinkommen kann, ist aus meiner Sicht ein Sexy Car, unabhängig davon, dass eben der Modellname Tesla ein Stück weit halt auch drüber schwebt. Gell?
Okay, vielen Dank, lieber Timo. Und wir sehen uns dann am 30. Juli. Genau. Auf dem Sexy Cars Community Treffen. Ja, ich freue mich. Für das nächste, was ich euch zeigen will, musste ich erstmal mein Auto saugen. Denn es sind zwei große Pakete angekommen. Und der Shop for Tesla hat mir die neuen Fußmatten geschickt, die sie inzwischen aus 30% recyceltem Material herstellen. Und ich finde das natürlich interessant. Ich hoffe, es werden auch noch mehr Prozent, die Recycle-Material sind. Und die schaue ich mir jedenfalls mal an. Und dafür habe ich mein Auto mal sauber gemacht. So sehen die neuen Fußmatten aus. Das ist das komplette Set, das eben, wie ihr oben auch seht, für den Frunk sogar und ganz unten für den Kofferraum eine Matte enthält. Übrigens mindestens ebenso interessant. Hier oben ein wunderschöner Kirschbaum am blauen Himmel. Ja, aber zurück zur Arbeit. Was mir zunächst mal gleich auffällt, ist, dass das nicht Matten im eigentlichen Sinn sind, sondern eher Schalen, die so hoch gehen am Rand. Das finde ich auf den ersten Blick schon mal ganz gut, weil ich gerade beim Rausmachen der alten Matten natürlich mal wieder festgestellt habe, dass man dabei eigentlich vor allem gleichmäßig die Krümel und Kekse und alles, was da so drauf ist, im Auto verteilt, was ja nicht der Sinn von Schutzmatten sein sollte. Das wäre also meine Hoffnung, dass das mit denen dann besser ist. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass sie nach nichts riechen und eine Elastizität haben. Die große Matte war komplett eingerollt in so einem Paket, hat sich sofort wieder aufgefaltet, also weiß man natürlich nicht, wie das in 10 Jahren aussieht, aber erstmal macht es einen guten Eindruck und ich lege die Dinger jetzt mal rein. Okay, das hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich erkläre euch gleich, warum. Aber jetzt schauen wir uns die Matten mal an. Insgesamt sind die wunderschön reingeflutscht, sind sehr passgenau und ja, wie sie sich bewähren, kann ich euch erst in ein paar Wochen sagen. Aber auf den ersten Blick passen sie sehr gut und sehen gut aus. Um mal hier hinten anzufangen, die Rückbank, da habe ich ein bisschen gearbeitet, weil man ja diese Schienen von den Vordersitzen da integrieren muss. Und das war auf einer Seite nicht ganz so einfach, aber jetzt passt es ganz gut. Gespannt bin ich, ob das sich hier weiter anschmiegt oder ob dann da die Kekse in die Ritze fallen. Und das hier ist überlappend, das ist auch sinnvoll, so dass dazwischen dann auch nichts kommen kann. Was mir hier gleich aufgefallen ist, ist, dass doch sehr prominent auf allen Matten die Marke angegeben ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich in dieser Hinsicht eher dezent bin. Sieht nicht schlecht aus, aber ist auf jeden Fall mal prominent. So, die da hinten passt auch sehr schön rein. Da wäre dann die Frage, was passiert, wenn man umklappt, weil ja hinten so ein kleiner Erhebung ist, damit sich das alles schön sammelt. Ob man da gefahrlos dann was durchschieben kann oder ob das dann bricht, vielleicht auch nach ein paar Jahren. Das wäre so ein Fragezeichen. Ansonsten auf jeden Fall eine schöne Wanne da hinten drin. Auch die Vordersitze sehen sehr schön geschützt aus, eben sogar bis hoch. Typischer Fall, wie viele Sachen in diesem Video, von Dingen, die ich mal hätte machen sollen, als dieses Auto neu war. Da hätte man sich viel ersparen können. Aber das macht ja nichts. Ich teste es dafür dann für euch. Dann habt ihr was davon und könnt es besser machen. Die rechte Seite genauso, geht schön hoch hinten, schmiegt sich gut an, ist gut eingepasst, gut ausgemessen und passt haargenau hier rein. Was tatsächlich nicht haargenau hier reinpasst, ist vorne im Frunk. Ich hatte ja bis jetzt noch nichts vorne im Frunk liegen, aber man sieht eben hier an dieser Abmessung, dass wohl dieses Mattenset doch für das neue Model 3 gedacht ist, das mit der Wärmepumpe. Denn da ist der Frunk ein bisschen kleiner geworden. Das heißt, die Frunk-Matte, auf die ich mich eigentlich gefreut hatte, ist jedenfalls mal nicht ganz passend. Insgesamt ein schönes Set, was gut passt, vor allem für neue Model 3-Fahrer, dann auch im Frunk. 269 Euro. Ja, ist natürlich auch eine Investition in ein nachhaltiges Produkt. Wie gesagt, 30% recyceltes Material mit der Tendenz, in Zukunft mehr Recycle-Material reinzupacken. Und dieser Dad-Zuschauer können mit dem Code dieser Dad 10% sparen. Das ist doch gar nicht so schlecht, sind immerhin 26,90 Euro. Ich habe am 26.09. Geburtstag, da kann man sich das gut merken. 269 Euro und 26,90 Euro Rabatt mit dieser Dad. Vielen Dank an Shop for Tesla, dass ihr mir das geschickt habt. Ich habe jetzt nur ein Nachhaltigkeitsproblem, nämlich, was mache ich mit meinen alten Matten?
die sind viel dicker, sind wahrscheinlich aus China und haben ihre Dienste geleistet. Aber die wegzuschmeißen wäre natürlich am wenigsten nachhaltig überhaupt. Wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt mir die gerne auch unten rein. Eine kleine Zweitverwertung habe ich schon gefunden. Ich habe nämlich damit Schatten gemacht, damit ich euch besser zeigen konnte, wie die neuen Fußmatten aussehen. Alle Links und Codes findet ihr unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch trotzdem sehr gut gefallen. Gebt mir unbedingt ein Like, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.